Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft. Ja, und ihr seht schon, ich war mal so frei. Okay, die Glas-Texturen stimmen nicht ganz, aber die sind jetzt halt soweit. Ich habe das Ganze jetzt mal so weit geschafft, dass das Ganze ohne diese ganzen Zwischenstäbe ist. Sieht ein bisschen creepy aus, muss ich sagen, aber mal schauen, ob ich es so lassen werde. Ich weiß nicht. Man sieht halt schon... Oh, scheiße. fuck, sorry. Ist schon wieder aus. Man sieht halt schon, ja, mehr, aber es ist halt auch, naja, ein bisschen schwieriger, da irgendwas feststellen, was Glas betrifft. So. Ja, was machen wir in der heutigen Aufnahme? Ich weiß es nicht. Denn die letzte Aufnahme ist 2 Wochen her. Ja, seitdem habe ich nicht mehr Minecraft Let's Play aufgenommen. Ich schäme mich. Ich weiß, was sollte ich tun. Aber ich habe ein paar Pläne. Ich will jetzt erstmal unten Getreide farmen und Kühe ernten, also beziehungsweise Kühe und Schweine breeden und etc. etc. Und dann schauen wir mal, was haben wir eigentlich so alles an enchanteten Sachen bekommen mittlerweile. Ich weiß es gar nicht mehr. War das eigentlich schon alles oder haben wir noch mehr bekommen? Ne, ist glaube ich war alles. Fortune 2. Crap, shit. Okay, wir haben eine Silk Touch, Unbreaking 3, Efficiency 4 Axt bekommen wieder. Was sehr gut ist. Was wirklich sehr, sehr gut ist. Aber die tun wir dabei mal wieder weg. Dann haben wir eine Efficiency 4 Axt bekommen. Das ist auch sehr gut, weil die können wir jetzt endlich mal zum Arbeiten hier gescheit hernehmen. Dann haben wir ein Fire Aspect 2 und Bane of Agraports 4 Schwert. Weil sonst sind wir scheiß. Das ist besser. Dann haben wir einen Power 3 Bogen, was auch ein scheiß ist. Dann haben wir eine Fortune 2 Spitzhacke, was auch ein scheiß ist. Haben wir hoffentlich noch irgendwo eine Fortune, oder? Haben wir keine Fortune? Ah, doch, Fortune 3. Efficiency 4 am Breaking 3. Also das Teil ist eigentlich... Naja, für Kohle oder irgendwie sowas, aber eigentlich totaler Shit. Das heißt, ich werde das Teil irgendwann mal mit Sicherheit repairen oder eben dann bei... beim Amboss. Und ja, wir haben Protection 3 Feather Falling. 4 und die Schuhe werden wir auf jeden Fall mal anprobieren, denn das wird uns jetzt auf jeden Fall mal um einige Tode oder riskante Sprünge ein bisschen Abhilfe schaffen. So, ja, ich sortiere das ganze Zeug wieder ein, mache mein Inventar wieder soweit ready und dann sehen wir uns. Und da bin ich wieder und habe ein bisschen was, ja, unten alles gefarmt und dann haben wir auch die ganzen Bäume und ja, mir ist aufgefallen, wir haben nicht mehr Holz oder nicht mehr viel Holz. Dschungelwood haben wir jetzt mittlerweile wieder ein bisschen mehr, aber kein normales Holz. Das ist alles, was wir noch übrig haben und das ist nicht gut, Freunde. Das ist gar nicht gut. Das heißt, nachdem ich in die Sandkiste geschaut habe und aufgefallen ist, dass wir auch nicht mehr allzu viel Sandstein haben, wobei es eigentlich noch geht, habe ich mir gedacht, machen wir diese Folge zu einer Farmfolge, denn ich brauche Holz. Ich brauche sehr viel Holz, vermutlicherweise, denn ich möchte jetzt dann auch demnächst mal endlich bei diesem Haus einen Keller reinziehen.
denn wir brauchen unbedingt einen größeren Storage Room, denn ihr seht schon, hier muss ich die Erde schon auslagern und Steine, ich habe keinen Platz mehr dafür, ich müsste alles runter tun. Und da habe ich mir gedacht, dann machen wir jetzt endlich hier mal einen Keller rein. Aber da ich den Keller aus Holz machen möchte und so weiter und so fort, und wir halt für die Kisten auch Holz brauchen, müssen wir halt erstmal Holz farmen gehen. Genau. Got a little Swedish there. Yeah. Delicious. Yeah. So, und da sind wir wieder und erstmal kurz ins Bett gehen. Ja, die Axt ist schon wieder ganz schön kaputt. Aber wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich bin zwischenzeitlich mal ganz zufälligerweise 31 geworden. Und ja, Holz haben wir jetzt eigentlich vorerst mal wieder genug. Jetzt muss ich dann gleich noch rüber und ein paar Setzlinge setzen. Das mache ich aber dann, wenn ich zum Sandfarmen gehe. Äpfel haben wir auch ein paar. Einer fehlt noch. Naja. Erde können wir dabei wieder weghauen. Boote gehen mir dermaßen auf den Sack. Eins brauchen wir. Gut. Eine Ender Chest brauchen wir eigentlich auch mal wieder. Wir haben gar keine im Inventar, das heißt wir brauchen erst noch Obsidian. Und Enderperlen vermutlicherweise. Was wiederum heißt, dass wir uns auch jetzt demnächst mal an die Ender, an den kleinen Ender begeben werden. Irgendwann möchte ich vielleicht sogar noch so einen richtig großen Ender haben, aber
Naja, vorerst mal nicht. Vorerst reicht mir mal der Kleine. Ja, ich werde jetzt kurz darüber gehen und eben die Sachen, die Setzlinge wieder platzieren. Und davor werden wir noch kurz enchanten gehen. Denn die Axt ist ja wieder schon ziemlich kaputt und wir brauchen eine neue. Dann irgendwann auf jeden Fall mal wieder. Aber das Teil ist echt ein Biest, das rackert da durch, das ist brutal. So, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir noch 7 Diamanten. Ist natürlich auch cool. So, eine Axt. Rein damit. Und wir gehen wieder auf einen langen Text. Das wäre vielleicht einer gewesen. Nehmen wir den. Wie ist es am Breaking? Wie ist es am Breaking? Wie ist es am Breaking? Efficiency 4. Ist okay. Ist okay, ist okay. Gut. Ja, die nehme ich jetzt dabei mal noch mit, solange wir hier keine Ender Chest haben, weil sonst würde ich die da rein tun. Das heißt, ich werde jetzt da drüber gehen und platzieren. Vielleicht gleich noch ein bisschen Sand holen, mal schauen. Dann Lavasee irgendwo suchen und ein bisschen Obsidian holen und dann schauen, dass wir wieder eine Enderperle bekommen. Das heißt, ich werde mich wahrscheinlich in den End begeben und schon mal vielleicht anfangen mit dem Ender-Ender. Mit dem Little Small Ender-Ender. Versteht sich. Also bis gleich. So, und jetzt ist wieder wirklich jeder Teil hier zugeschissen mit Setzlingen. ja, sieht ziemlich krass aus. Mal schauen, ob da wirklich alle auch aufgehen. Aber man sagt ja 2 Sätzen für einen Baum, den man abholzt. Ich denke, das haben wir erfüllt. Der erste Baum ist schon wieder gewachsen, sehr toll. Und ja, schauen wir mal, was das für ein Urwald dann wieder wird. Bis dann. Ja, ich habe gerade unser neues Sandgebiet ausmarkiert. Hier haben wir bis daher vorerst mal, also es sollte erstmal wieder reichen. Ist ein bisschen größer als das alte. Bis wir das hier haben, es geht, bekommen wir gut was raus, denke ich. Und nur durch das einmal rundherum gehen, samt Sandstein natürlich. Ich Kohle und so habe ich jetzt erstmal drin lassen noch. Gleich wieder 1, 2, 3, 4, fast 4,5 Stacks Sand und ja, über ein Viertel Stacks Sandstein. Also ist sehr gut effizient hier das Teil. was mir aber aufgefallen ist, wir haben 2 Silktouch-Spitzhacken dabei. Ja. Sollte eigentlich nicht sein. Keine Ahnung, wo meine andere ist. Vielleicht habe ich die oben weggelegt oder so. Mal schauen. Bäume sind jetzt auch schon wieder ganz schön gut gewachsen. Und ja, es wird ein ganz schön Urwald hier. Ah, leck mich am Arsch. Na gut, wir sehen uns drüben wieder. So, und back hier hinten im Stronghold. Hab gerade die Enderchest von hier oben genommen und als ich gerade hier runtergekommen bin, habe ich gerade wieder eben die Spinne hier oben durchglitschen sehen. Ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt mal schauen, was da eigentlich so alles unten ist und ob das wirklich da unten ist. Und ja, es ist wirklich da unten. Das heißt, wir werden irgendwann mal darunter schauen, denn möglicherweise ist das da unten ein Mehrfach-Spawner, was richtig geil wäre. Weil dann hätten wir nämlich direkt in der Nähe quasi. Kleine Bitch. Bitch! Bitch! So war das jetzt nicht geplant. Ich musste irgendwie runterkommen. Die nerven auch so sehr. Okay, ich habe möglicherweise eine Idee. Ob sie gut ist, sehen wir gleich. Geht verrecken. Und du nervst mich nicht.
Okay, da sehe ich den Spawner. Kleiner Wix-Silberfisch. Ich will nicht sterben, dass das klar ist. Ey, das ist so zum Kotzen mit diesen Viechern, hä? Da muss ich jetzt wieder aufpassen, dass ich nicht auf den Spawner klicke. Schalten wir den einfach mal hier ein bisschen aus dabei. Ich weiß nicht, wie viel Fackeln man da braucht. Aber es dürfte eigentlich schon reichen. So. Also wir haben definitiv einen Spawner direkt bei uns. Am Stronghold. Jetzt ist nur die Frage, ist es nur einer? Vermutlicherweise ja. You never know. Und warum ist die Axt auf dem Schaufelplatz? Da ist auch wieder keiner. Ich habe natürlich super Baublöcke dabei. Gar keinen. Na gut, das machen wir jetzt nicht. Ich denke nur schon, ob hier in der Nähe noch was ist. Ne, aber hier kommen wir wieder da raus. Ach, okay. Gut, machen wir das wieder so. Gut, dann haben wir hier quasi einen Zugang mal dazu. Dann haben wir hier gleich in der Nähe einen Spawner. Vielleicht können wir das Ganze irgendwie mit einbauen. Gut, aber jetzt gehen wir erstmal ins End. Und merken, dass alles okay ist und dass meine Eisenrüstung, die ich eigentlich vorher extra noch angezogen habe, auf jeden Fall im Arsch ist durch die ganzen Spinnen. So. Und jetzt. Okay, mit Fischen sie geht er doch ganz schön schnell. So. Wir brauchen irgendwie eine erhöhte Position am besten, wo wir viele anschauen können. Ich würde sagen, wir cutten das Teil hier mal kurz down und dann schauen wir mal weiter. Ich muss sowieso im Internet nachschauen, wie es geht. Also bis gleich. And welcome back, guys. Ja, ich hab's soweit fertig gebaut eigentlich. Also man kann hier sehen, zack, Ebel, alle Pisten fahren aus. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Dann ist genau hier hin und schauen mal einen Enderman an. Fahren wir weg, dann lassen wir ihn herkommen. Und dann lassen wir ihn töten. Dauert ganz schön lang. Ich weiß auch nicht, wie laut das jetzt ist. Nein, die Fresse dauert zu lang. Aber wir haben eine Enderperle. Okay, machen wir mal das Ganze ein bisschen. Mit ein paar mehr Viechern. Wenn mich da jetzt mal endlich jemand... Wenn sie mich nicht alle ignorieren würden. Komm, schau mich an. Nicht gerade viele da. Probieren wir es nochmal und da der Sound wahrscheinlich ein bisschen zu laut sein wird, machen wir den mal kurz aus und dann lassen wir die mal alle da so durch und ich komme gleich wieder. So, und da sind wir wieder und es ist ein bisschen Zeit vergangen und ich habe noch ein paar Endermenschen wieder gesammelt und ja, wir haben jetzt unseren ersten Stack sozusagen voll und eine Enderperle mehr sogar. Das Teil funktioniert sehr zuverlässig, muss ich sagen. Ist zwar ein bisschen blöd, die Position hier irgendwie manchmal, weil, naja, so viele Endermen sind hier dann doch nicht. Aber ich denke, wenn ich sie dann so irgendwie anschaue,
Jetzt reagieren sie gerade nicht, oder? Doch. Und sie dann da so her teleportieren lassen. Genau. Dann müssten sie eigentlich schon mit der Zeit mal herkommen. Ja, läuft doch schon ganz gut. Machen wir nochmal ein bisschen leiser hier dabei. Lass mal die wieder töten. Steht der natürlich da ein bisschen blöd da verraten. Oder machen wir mal kurz auf. Ey, nicht durchklutschen. Darfst schon auch mitsterben. Genau. So, und wieder ein paar. Also ihr seht, das funktioniert ganz gut. Und ja, also für den Anfang ist es auf jeden Fall mal nicht schlecht, sowas zu haben. Bringt auf jeden Fall mal was. Wir haben jetzt am Anfang Ender Chests und so. Und ja, ich denke, dass das ganz okay so ist. Und wir sind wieder gleich da. Das ist natürlich auch toll. Genau, wunderbar. Dann haben wir jetzt wieder auch Obsidian für eine Ender Chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genau. Enderperlen. Was lagern wir denn die? Haben wir da oben schon was? Ja, haben wir schon was. Dann machen wir das dabei mal so. Und wir brauchen hier noch eine Enderperle. Genau. Und noch ein paar Blaze Rods. Beziehungsweise ein Blaze Powder. Ich weiß gar nicht, ist es ein Powder? Ja. Genau. Und jetzt noch die Ender Chest. Wunderbar. Das kommt wieder dahin. Und die bauen wir dabei wieder dahin. Genau. Ah ja, genau, da habe ich noch die ganzen Eisenhelme von und Schwerter, wo ich vorher wieder bekommen habe, noch mit reingetan. Das heißt, die können wir eigentlich wieder hier hin tun. Hier sind wir schon wieder so voll. Ich habe keinen Platz mehr dafür. Was haben wir denn da? Ah, hier haben wir noch Platz. Dann haben wir den ganzen Scheiß da mal raus. Schwert, 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 Schwert. Genau. So. Kommen die ganzen Schaufeln noch. Und die Helme. Ja, ist wieder ein bisschen was. Redstone. Dann Pistons kommen wieder dahin. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr von dem Endstone. Ups. Packen wir dabei mal hier rein. Bis wir endlich mal hier was Gescheites am Platz haben. Und dann haben wir das Zeug noch raus hier. Braucht keiner, braucht auch keiner. Ja. Das denke ich können wir dabei so lassen. Noch ein bisschen Redstone wieder. So. So und nicht anders. Ja, wir haben sogar eine Gastträne. Ist natürlich auch geil. Das ist da oben. Das ist da drin. Das tun wir auch mal noch daher. Wunderbar. Gut, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir wenigstens wieder eine Enderchest und so. Und eine kleine Enderfarm haben wir jetzt auch. Wie viele Entities sind denn momentan da unten drin? Boah. Um die 200. 17, 200. Ah, nee, ernten lohnt sich noch nicht. Doch, nein. Ja. Ich bin eigentlich daran und drauf, das Haus, den Keller auszubauen. Aber es noch so richtig, weiß ich noch nicht, wie wir das machen wollen oder sollen oder müssen oder dürfen oder können. Sollen wir da jetzt anfangen oder nicht?
Ich denke aber eher, das machen wir beim nächsten Mal. Ja, ich denke, ich werde diese Folge diesmal ein bisschen kürzer halten. Ich weiß, dass es viel Speed Mode und so dabei ist und nicht wirklich viel produktiv ist, bis auf die Enderman Farm quasi. Aber ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit und die Folge muss morgen raus. Oh. Das sieht auch cool aus. Deswegen würde ich sagen, für heute gibt es quasi eine kürzere Folge. Und dann setzen wir uns nächstes Mal an den Keller und somit an unseren neuen Storage-Raum. Da möchte ich dann, normalerweise müsste in 2 Tagen, glaube ich, die 1.4 rauskommen, wenn mich nicht alles täuscht. 24. oder? Müsste die da rauskommen und dann könnten die auch da mit den wie heißen die Dinger, ja, da wo man die Items reinlegen kann quasi an die Wand, wie aus die aussehen wie Bilder, und dann können wir so unseren Storage Room irgendwie machen. Ausheben können wir beim nächsten Mal schon das dann mit den Kisten, so das können wir dann, wenn die 1.4 da ist, auf jeden Fall machen. Genau, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, diese, naja, nicht ganz so lange Folge wie sonst immer. Und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ich würde mich sehr freuen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Eure Hodenkrebscreme sagt Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschaußen.